Herr Lorenz, Herr Lorleit, was ist schon daran? es geht mal der Wie geht Schmutz. mal der, es geht mal der Schmutz? Damals, Hier damals kann Happy man es, Final kann man Fantasy es Happy 7 Final Fantasy Remake. 7 Remake. Hallo, guck da, Hallo, Tutelumulu. guck da, Tutelumulu. Ah, start the Star, chain. start the chain. Noch, oh mein Das Gott. ist noch, oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, Dama, danke Ah, mal. Dama, danke mal, wenn wir. Tiefer, Nicht mal aber mit Skifahrer, nur raus, Freunde. die Strappeln. Die Strappeln. Du bist doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber Oh, nicht Dach, doch. ja. Oh, Dach, Na gut, ja. dann rein mit euch. Ja. Ist Ich ja. bereue das schon. Ich bereue das schon nur. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Die Empfehlung von Madame M. Erstes. Hey, nicht anfassen! Die Empfehlung von Anjan. Der hat Geschmack. Geht doch mal schön brav ins Zimmer und wartet dort. Geht doch mal schön brav ins Zimmer und wartet dort. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von. Schlafgas! Ha? Ha? Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Geht es dir gut? Ah! Tifa! Ja? Alles okay? Ein Glück. Also. Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist gefährlich. Nein, ich habe doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Ende. Naja, kann schon sein.
Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aeris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Viel Verleihung noch einmal. Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Okay. Und? Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren? So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Heißnecken. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Ich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's!
Ich weiß, wen ich nehme. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hä? Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Yeah! Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu. Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, 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 Hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tiefach? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Gut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. Der müsste in Corneos Zimmer sein. Beeilt euch. Ach, schade. Ich hätte auch so gern mit den Mädels gespielt. Das war vom Schnürskritz. Ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier!
Oi? Enttäuscht. Enttäuscht. Du bist ja ein Mann. Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht. Ich rede ja. Ich sag alles. Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Oh, wenn ich das sage, bin ich tot. Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Oh, es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger. Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht hui! Ba-ba-ba-ba-bam. So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Wenn sie dem Tod ins Auge blicken. Klar. Leider falsch. Die Antwort ist... geheim. Reingefallen, reingefallen. Sehr dumm. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sind wir?
stinkt ja bestialisch. Aeris. Cloud. Oh. Schnell, komm nach Sektor 7. Ja. Dieser Dreckskerl. Spaß! Ich bin bereit.
bin bereit. Ah, mal gut. Ah, nein, Kerl. Ich hab die Verspannung hier. Los geht's. Beenden.
Er hat einfach. Dabei hat nur weggeschlafen. Sehr gut.
Sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter. Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Nur tiefer! Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation.
Bash mal schnell Ja, hören. Bash mal schnell hören. Na, geht es weiter. Ah, geht es weiter. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, schon Zeit. War schon Also Zeit, Zeit und für. fand also Zeit für. Ja, ciao. So, Ja, danke. ciao. Ciao. So, danke. Ciao.